Nochmal zum Grundsätzlichen, damit es euch leichter fällt. Funktionsgraphen skizziert man am allerleichtesten wie folgt. Wir fangen nochmal an mit den linearen Funktionen. Und genauso handschriftlich, wie ich das jetzt mache, also ohne Lineal und ohne, naja, der war nicht der schönste Verlauf hier, die x-Achse. Genauso. Fangen mal mit linearen Funktionen an. Das Wichtigste, damit wir wissen überhaupt, welche Werte wir zuordnen, ist, dass wir die Achsen bezeichnen. X und Y. Wir werden es später sogar dreidimensional machen. Und wie viel ist das wert? 1 kann Meter sein, Zentimeter, Kilometer, weiß der Kuckuck was. So, fangen wir mal mit einer ganz einfachen Funktion an. Ich nenne die jetzt f von x sei 3 Viertel x minus 2. Achtung, zur Erinnerung, das absolute Glied minus 2 sagt uns an, wo wird die y-Achse geschnitten? Und zwar hier bei minus 2. Warum? Wenn ich nämlich für x 0 einsetze, 3 Viertel mal 0 bleibt 0, dann bleibt minus 2 übrig. So, aber von diesem Punkt aus fange ich mit einem sogenannten Steigungsdreieck an. Wenn ich jetzt sage, ich gehe 1 nach rechts, jetzt nicht wundern, ich gehe 1 nach rechts, dann müsste ich 3 Viertel nach oben gehen. Das bedeutet es. Der Anstieg ist 3 Viertel. Aber jetzt guckt mal, wie klein dieser Anstieg ist. Da macht man es leichter. Man sagt, man nimmt einfach den Nenner und setzt hier praktisch den Nenner ein. Eine 4 eingesetzt bedeutet 4 nach rechts gehen. Ne? Wenn ich eine 4 einsetze, gehe ich 4 nach rechts und 3 nach oben. Nach oben, weil hier ein stilles Plus davor steht. Also, ich setze statt einer 1 eine 4 ein. Dann habe ich hier 1 nach rechts, 2, 3. 4 und jetzt ergibt sich dann 1, 2, 3 nach oben. Ich habe zwei charakteristische Punkte, die reichen mir bei einer Linie aus. Das ist eine lineare Funktion. Jetzt brauche ich die bloß noch zu verbinden und ins Unendliche laufen zu lassen oder wie auch immer. Ich weiß auf jeden Fall, das ist der Funktionsgraph davon. Anderes Beispiel, wir nehmen f von x als minus 2 Fünftel x. Plus 3. Einfach mal so. Dann haben wir hier wieder unseren y-Achsenabschnitten, sagt man dazu. Also wir haben schon den ersten sicheren Punkt. Denn wenn ich hier eine 0 einsetze, ergibt sich 0 plus 3. Also müssen wir bei der 1, 2, 3 hier unseren ersten wichtigen Punkt festlegen. Das war es schon. Denn jetzt geht's so los. Wenn ich jetzt hier wieder bloß eine 1, 1 nach rechts, man geht immer nach rechts. Einsetzen würde, hätte ich ein noch hässlicheres kleines Steigungsdreieck. Guckt mal, wie klein das wird. Und das kann man gar nicht genau machen. Also hilft man sich, indem man sagt, ich nehme das, setze eine 5 ein, einfach den Nenner einsetzen. Geht 5 nach rechts, 1, von diesem festen Punkt 3 aus. 1, 2, 3, 4, 5. Und da das jetzt minus 2 Fünftel heißt, heißt es, es geht um 2 nach unten. Jetzt habe ich den zweiten wichtigen Punkt und verbundenerweise bin ich jetzt fertig. Jetzt ein Sonderfall. Nehmen wir mal an, in dunkelgrün, f von x ist 4. Dann kann ich mir Folgendes denken. Dann kann ich mir denken, hier dahinter steht auch ein x, aber x hoch 0. Und jetzt kann ich für das x einsetzen, was ich will. Es wird sowieso 1. 1 hoch 0 ist 1. 5 hoch 0 ist 1, minus 8 hoch 0 ist 1. Und so kann man sich diesen Graphen dann dementsprechend vorstellen. Egal, was ich für x einsetze, bei 4 kreuzt er die y-Achse und geht waagerecht durch. Die ganze Zeit. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das ist ein Sonderfall der linearen Funktion, weil ich hier ein x hoch 0 habe. Ansonsten könnte ich ja hier auch immer ein x hoch 1 einsetzen. Ne? Hier zum Beispiel. Da steht eine stille 1 dran. Hier steht eine stille 1 oben als Exponent dran. Aber das Plus mal nebenbei. Wenn wir es jetzt hier mit solchen Exponenten zu tun hatten, Sonderfall 0 bzw. hoch 1, ne, lineare Funktionen, kommen wir jetzt mal zu quadratischen Funktionen. Und da folgenden Fall, Beispiel, wir haben f von x ist x Quadrat, ist klar. Der ist ganz leicht, der Graph, denn hier hinter steht still plus gar nichts, plus 0. Also kann ich